Hallo liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen auf der Präsenz des Tagore-Gymnasiums. Mein Name ist Anne Gerlach, ich bin Lehrkraft für Englisch und Latein seit jetzt 11 Jahren hier am Tagore-Gymnasium und ich würde euch heute gerne einiges erzählen, wie bei uns der Englischunterricht abläuft. Zunächst einmal beginnt Englisch oder wird weitergeführt ab Klassenstufe 7 und zwar bis zum Abitur. Ihr könnt in der Oberstufe einen Grundkurs belegen, ihr könnt dort auch einen Zusatzkurs belegen und einen Leistungskurs. Ich sprach den Zusatzkurs an. Wenn ihr an diesem Zusatzkurs teilnehmt, bedeutet das, ihr könnt, wenn ihr möchtet, das TOEFL Certificate ablegen, ihr könnt aber auch das Cambridge Certificate of Advanced English ablegen, wenn ihr möchtet. Führen wir Schüleraustausche und Klassenfahrten durch? Selbstverständlich. Wenn ihr euch für unser Gymnasium entscheidet, würdet ihr im Jahrgang 8 eine Auslandsreise antreten, sofern das bis dahin wieder möglich ist. Sehr viele Klassen fahren nach England. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, in ein französischsprachiges oder spanischsprachiges Land zu reisen. In der Oberstufe bieten wir Kursfahrten an, insbesondere nach Irland oder Schottland. Und das Besondere an unserer Schule ist, dass wir seit 2018 eine Partnerschule haben in Rochester Hills, das ist in der Nähe von Detroit. Dort sind wir 2019 zum ersten Mal gewesen mit einer Gruppe von 25 jungen Damen und es war echt schön. Wenn ihr auf unserer Website ein bisschen stöbert, findet ihr dort auch den Link zu der externen Website zu diesem Austausch. Also schaut mal vorbei. Was wird im Unterricht gemacht, hören wir oft zum Tag der offenen Tür. Die logische Antwort lautet Englisch. Inhaltlich beschäftigen wir uns in Klasse 7 primär mit Großbritannien. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich schon aus der Grundschule. In Klasse 8 liegt der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten von Amerika. Klasse 9 beschäftigt sich primär mit Australien. Und in Klasse 10 geht es um Beziehungen zwischen Menschen, um Politik, aber auch um Erfindungen zum Beispiel. In der Oberstufe habt ihr 4 Semester. Im ersten geht es um Individuum und Gesellschaft. Das ist ein tolles Thema, da kann man nämlich sehr viel reinpacken. Zweites Semester handelt von Multikulturalismus, das heißt dem Zusammenleben verschiedener Nationen und Ethnien. Und im dritten Semester geht es um Globalisierung, aktuell mit dem Schwerpunkt Saving the Planet. Und das vierte Semester handelt von Medien. Besonderheiten unseres Englischunterrichts sind zum Beispiel Kooperationen mit außerschulischen Partnern, zum Beispiel mit der US-Botschaft. Im Rahmen des Meet Us oder Meet US-Programms können wir uns englische Gastredner oder amerikanische Gastredner in unseren Unterricht holen und das wird bei uns auch regelmäßig durchgeführt. Zusätzlich dazu arbeiten wir auch mit dem Reiseveranstalter EF zusammen. Auch über diesen Anbieter kommen ab und zu Gäste in unseren Unterricht. Entweder on-site oder auch digital. Welche AGs, welche Profilkurse gibt es bei uns und welche WPU-Fächer? Es gibt Geschichte in englischer Sprache. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft, die auf unseren USA-Austausch vorbereitet. Und es gibt das englische Theater. So, hope to see you soon here at Tagore. Take care. Bye-bye. Hast du schon unsere Mensa gesehen und unsere Cafeteria? Ja, ich war öfters mal da essen. Es werden immer meistens 3 Essen angeboten. Und in der Cafeteria gibt es Muffins oder so kleine Brötchen, belegte, und die sind sehr lecker. Falls man mal nicht ganz so viel Essen dabei hat, damit man nicht verhungert hier in der Schule, wenn man einen etwas längeren Tag hat. Wie lange geht so hier der Unterricht und wie lange sind die Pausen? Also, wenn ich 3 Blöcke habe, dann habe ich bis 13.15 Uhr Unterricht. Und wenn ich 4 Blöcke habe, dann habe ich bis 15.10 Uhr Unterricht. Und die Pausen sind immer 20 oder 25 Minuten und das ist vollkommen ausreichend. Und wir haben 90 Minuten Unterricht. Also ein Block geht immer 90 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zur Fremdsprache Latein oder Salvete discipuli discipulaeque. Ihr fragt euch mit Sicherheit, was euch im Lateinunterricht erwartet. Zu den Inhalten. Ihr werdet euch im Lateinunterricht unter anderem beschäftigen mit dem Alltag der Römer. Dazu gehört das Kochen, die Kleidung, die Besuche in den Thermen, Tempel, Götter, Mythen oder auch die Rolle von Frauen und Sklaven. Zusätzlich geht es im Lateinunterricht um Politik, um Geschichte selbstverständlich, um Philosophie und Religion, aber auch um bestimmte große Persönlichkeiten. Um nur ein Stichwort zu nennen, Cicero,
oder auch Cäsar. Was unterscheidet den Lateinunterricht vom Erwerb einer modernen Fremdsprache, also zum Beispiel Französisch oder Spanisch? Das Gute vorneweg, im Lateinunterricht wird hauptsächlich Deutsch gesprochen. Während ihr in Spanisch oder Französisch die Sprache lernt, um sie praktisch in Kommunikationssituationen anzuwenden, ist das in Latein etwas anders. In Latein beschäftigt ihr euch hauptsächlich mit der Übersetzung von Texten. Und es ist dabei wichtig, dass ihr eine gewisse Affinität zur Sprache mitbringt. Das heißt, ihr solltet ein Grundverständnis von Sprache haben. Ihr solltet euch natürlich auch für Geschichte und für das Leben der Römer interessieren, wenn ihr Latein lernen wollt. Der Vorteil daran ist, dass eure Eltern euch durch die relativ einfache Aussprache des Lateinischen ganz einfach auch beim Vokabellernen helfen können. Neben den Vorteilen, die das Übersetzen lateinischer Texte für die Verbesserung eures deutschen Ausdrucks hat, werdet ihr natürlich auch zahlreichen Begriffen im Deutschen begegnen, die lateinischen Ursprungs sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Wort Natur vom lateinischen Natura kommt, dass Nivea die Schneeweiße bedeutet und dass Mars beispielsweise der Gott des Krieges war? Wenn nicht, werdet ihr das und noch viel mehr im Lateinunterricht lernen. Latein könnt ihr entweder ab Klasse 7 oder ab Klasse 9 beginnen. Der Lateinunterricht endet dann entweder nach Klasse 11 oder Klasse 12 mit dem Latinum. Dafür müsst ihr keine extra Prüfung ablegen, sondern einfach nur die Note 4 schaffen. Entgegen der Vorstellung, dass Latein immer nur trocken in der Schule gelehrt wird, könnt ihr bei uns auch an Exkursionen teilnehmen. Entweder innerhalb Berlins, zum Beispiel in das Bode-Museum oder in die Gemäldegalerie, oder auch größere Exkursionen wie zum Beispiel nach Trier, an den römischen Limes oder gar nach Rom. Einen weiteren Vorteil möchte ich euch nicht vorenthalten. In zahlreichen Studiengängen wird das Latinum verlangt. Stellt euch bitte vor, ihr kommt an die Uni, seid neu, alles ist groß und umfänglich und ihr müsst anfangen, Latein zu lernen. Das würde euch erspart bleiben, wenn ihr Latein schon in der Schule belegt und die Schule mit dem Latinum verlasst. Curate ut valeatis. Hallo, ich bin Nele und komme aus der 7. Klasse. Hi, ich bin Lucy und ich bin in der 10. Klasse. Hattest du schon die Möglichkeit, deine Sprachkenntnisse anzuwenden? Ja, die hatte ich. Und zwar war ich zusammen mit meiner Klasse im 8. Schuljahr in Valencia. Dort waren wir in einer Gastfamilie untergebracht und da mussten wir auch tagtäglich unsere Sprachkenntnisse anwenden, um uns mit der Gastmutter zu unterhalten. Und wir haben auch alle gemerkt, dass unser Spanisch besser wurde. Gibt es auf dieser Schule die Möglichkeit, einen Schüleraustausch zu machen? Ja, den gibt es. Und zwar haben wir verschiedene Angebote. Und zwar können wir nach Indien, in die USA oder auch nach Peru reisen. Die Indien AG ist eine unserer Hauptschüleraustausche, da unsere Schule auch nach jemanden aus Indien benannt wurde, nämlich Rabindranath Tagore. Und wenn man gern nach Indien möchte, kann man sich einfach in die AG einschreiben und dann wird es bestimmt möglich sein, einen Austausch zu machen. In die USA, da haben wir die Partnerschule, die Van Hosen Middle School. Alle 2 Jahre wird dort ein Austausch durchgeführt, wo wir als Deutsche dorthin fahren und auch wenig später Amerikaner zu uns kommen. Da wird man in Gastfamilien untergebracht und kann auch selber eine Gastfamilie werden. Und dann gibt es noch den Peru-Austausch, der fand letztes Jahr statt. Dort waren Peruaner für 2 Monate bei uns, das war echt cool. Denn man hat eine wirklich neue Kultur kennengelernt und man hatte auch etwas länger Zeit. Also man konnte auch eine Beziehung zu seinem Gastschüler aufbauen. Und bei uns ist es ja so, dass diese sogar noch bis heute hält. Ja. Hi, ich bin Sebastian. Im 3. Jahr bin ich nun Schülersprecher am Tagore-Gymnasium und setze mich aktiv für die Belange unserer Schülerinnen und Schüler ein. Was machen wir eigentlich und wie sind wir aufgebaut? Jeden Monat treffen wir uns meist im Konferenzraum oder auch in der Turnhalle, nun leider durch Corona online, um zu sehen, was die Gremien an sich alles so getan haben. Dies ist extrem wichtig, um den Informationsfluss zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass ihr alle auf dem neuesten Stand seid. Zu diesen Basissachen sind wir außerdem verantwortlich für eine Vielzahl von Projekten, die euch den Schulalltag erleichtern sollen. Ganz neu ist zum Beispiel die Spendenaktion gewesen, bei der wir in der Weihnachtszeit 300 Euro für Notbedürftige auf der Straße sammelten und dafür sorgten, dass diese eben mit Hygieneartikeln, Essen und Kleidung ausgerüstet worden sind. Wollt auch ihr ein Projekt mit uns umsetzen und habt Interesse daran, euch in der Schule etwas zu profilieren, dann kommt gerne auf uns zu, sagt uns, was ihr machen wollt und wir geben unser Bestes, dies umzusetzen.
Ihr wollt wissen, wo unser Dreh- und Angelpunkt für all diese Organisation und Planung ist? Dann kommt doch einfach mit. Hallo, ich bin Kai, seit einem Jahr Vorstand der Gesamtschülervertretung des Tagore-Gymnasiums und befinde mich gerade vor unserem Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit, dem SV-Raum 24010, wo wir arbeiten und unsere Projekte entwickeln. Ich selber kümmere mich um die Veröffentlichung von Dokumenten, sei es an dem Storyboard oder auch der Archivierung in unserer Schülersprecher-Cloud. Hier vor unserem Raum habt ihr die Möglichkeit, uns Tipps, Hinweise oder sonstige Mitteilungen zu geben durch den Briefkasten. Das geschieht ganz anonym, so müsst ihr auch keine Namen nennen oder Angst haben, dass ihr darauf verfolgt werdet oder sowas. Das ist alles ganz anonym. Da haben wir auch einen Sprechstundenplan, das heißt, Schüler können jederzeit mit Problemen oder Angelegenheiten zu uns kommen und mit uns reden und dann werden diese auch hoffentlich schnell geklärt. Hi, ich bin Tu Chang. Das ist mein erstes Jahr im Vorstand der Schülervertretung. Ich bereite zusammen mit Sebastian die Sitzung der Schülervertretung vor und kümmere mich um unseren Instagram-Account, wo ich Events promote, so wie zum Beispiel die Spendenaktion, die wir zu Weihnachten hatten für Obdachlose. Der Grund, warum ich das hier mache, ist, weil ich gerne mehr mit meinen Mitschülern interagieren wollte und auch helfen wollte, wo ich nur kann. Und als mein letztes Jahr hier wollte ich noch etwas Besonderes machen und ein wenig was für die Schule zurückgeben. Wie es der Zufall so will, haben wir gerade eine Schülerin vor Ort sitzen und ich würde sagen, wir gucken uns das Geschehen einfach mal genauer an. Hi Vera, schön, dass wir uns heute mal sehen können. Wir sind jetzt wieder im verlängerten Lockdown bis Anfang Februar. Hallo. Moin Moin. Ja, Kai, wir reden hier gerade mit der Vera über das neue Projekt. Ach, Richtung Nachhaltigkeit? Ja, im Ende Januar. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das jetzt auch tatsächlich machen können, weil Treffen vor Ort geht ja jetzt nicht. Ja, ist schwierig. Ja. Was denkst du, Elvira, haben wir da irgendwie Möglichkeiten, dass wir das online abhalten können und wäre dein Jahrgang dabei, wenn wir dann also sagen, wir bieten da Online-Workshops an? Ich glaube, meine Klasse würde das unterstützen, wenn man zum Beispiel einen extra Blog dazu macht, wo man aufklärt und erklärt, was das ist, was man dagegen tun kann oder für das tun kann und ja. Und könntest du dich dann auch nochmal schlau machen darüber, ob alle da auch über die technischen Voraussetzungen verfügen? Klar. Also sei es Laptop, wenn wir das online machen wollen? Ja. Ich könnte nachfragen. Okay, ja. Am besten wir sagen Herrn Eichner mal, dass wir da eine Jahrgangsgruppe auf jetzt Learning wollen und dann können wir da mal gucken. Cool, dann würde ich sagen, sprechen wir uns dazu in der Woche nochmal, ja? Okay. Perfekt. Dann würde ich mich melden, wenn ich weitere Informationen habe. Ja, easy. Schreib uns gerne auf Instagram, wenn du Fragen hast. Okay. Aufgeben, ja? Dann bis Freitag. Ciao, ciao. Bis Freitag. Ciao. Wir alle können die Schule nur empfehlen. Und würden uns deswegen auch sehr freuen, wenn wir euch nächstes Jahr hier sehen. Adios. Salut. Bye, bye. Abete. Durchstöbern Sie doch gerne auch noch ein bisschen unsere Homepage. Klicken Sie doch zum Beispiel einmal auf Unterricht. Hier finden Sie alle Fächer in der Übersicht. Wenn Sie zum Beispiel einmal auf Französisch schauen, finden Sie hier die Startseite mit vielen Informationen zum Fach Französisch, aber auch Projekte und Galerien. Auch hier finden Sie wieder eine Übersicht und können sich zum Beispiel auch zahlreiche Fotos aus unserem Schüleraustausch und anderen Projekten anschauen. Sie werden noch viele weitere Projekte und Informationen auf den Seiten der Homepage finden. Für alle weiteren Fragen können Sie uns auch gern eine E-Mail schreiben. Ich freue mich darüber, dass Sie sich und dass ihr euch für diese Schule interessiert. Und ich hoffe doch sehr, dass ich den einen oder anderen in der nächsten Zeit wiedersehen werde. Kommt ihr, kommen Sie gut nach Hause. Und lassen Sie es sich gut gehen in dieser turbulenten Zeit.